Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Update. Und zwar ist mir gestern beim Zusammenbauen von der Vierzylinder MB-Truck-Pumpe ein kleines Malheur passiert. Ich habe in meinem alten Video Anleitung, Zusammenbau, Bosch Einspritzpumpe Teil 1, Pumpengehäuse, habe ich euch ja mal gezeigt gehabt, wie man die Sitze von den Elementen einfräst, beziehungsweise die wieder gerade macht, dass die Elemente auch dicht abschließen. Und gestern war dann noch ein Kollege da und ich habe mit dem geredet und war gleichzeitig am Arbeiten und habe dann wohl leider in Ungedanken den Fräser für die B-Gehäuse geholt, obwohl das hier ein Gehäuse Größe A ist. Kleine Info, den Unterschied zwischen A und B-Gehäuse, das seht ihr in der Pumpenbezeichnung. Wenn es jetzt zum Beispiel eine PES 4A ist, dann ist das eine Pumpe mit Eigenantrieb und Stirnflanschbefestigung mit vier Elementen und Baugröße A. Wäre es jetzt eine PES 4B, dann wäre es eine der Größe B. Und so weiter. So. Der eigentliche Sinn ist, ich wollte eine Dichtheitsprüfung machen, weil ich habe dann den Schleifer für die Größe A genommen und habe dann den Grat, der entstanden ist, dadurch, dass der B-Schleifer einen kleineren Außendurchmesser hat als der A-Schleifer, den habe ich dann wieder weggeschnitten, rausgeschnitten, gefräst, wie auch immer man das nennt. Und im Endeffekt muss man jetzt eine Dichtheitsprüfung durchführen, dafür baut man die Pumpe eigentlich halbwegs zusammen, setzt die Elemente ein und die Pumpenkolben, die Druckventile und so weiter, die Feder oben, die Reduzierhülse, schraubt die Druckrohranschlüsse drauf und dann gibt es von Bosch extra ein Werkzeug, das man jetzt hier im Bild sieht, das nur dafür da ist, dass die Pumpenkolben nicht nach unten rausfallen. Da kann man auch einfach ein Stück Holz oder so reinlegen, aber typisch Bosch gibt es natürlich für alles ein Werkzeug, mit dem man was machen kann. Hier nochmal angeleuchtet zur Verdeutlichung, wie es drin sitzt. Das sind wirklich einfach nur kleine Einsätze, die verhindern, dass die Pumpenkolben runterfallen. Als nächstes mache ich die Pumpe dicht und setze eine Hohlschraube mit Schlauch drauf, um nachher Druckluft drauf zu geben, weil die Dichtheitsprüfung wird so durchgeführt, man gibt Druckluft auf die Pumpe, ich habe jetzt einfach mal 5 bar genommen und dann legt man die in Diesel und schaut, ob sich irgendwo Blasen bilden. Das ist ähnlich mit der Schraube, wie Wilfried das auf seinem Kanal gemacht hat, beim Einstellen vom Förderbeginn an seinem Deutz-Motor. Selbes Prinzip. Jetzt nehme ich einfach die Pumpe und lege sie in mein Dieselfass. Und ihr seht schon, gut, einmal Blasenbildung oben am Anschluss, wo die Druckluft dran geht. Die ist einfach nur nicht richtig angezogen. Und man sieht ganz deutlich, ganz rechts, da blubbert's. Da tritt Luft aus über den Sitz, also habe ich noch nicht genug rausgeholt, es ist noch nicht richtig dicht, obwohl er eigentlich gerade aussah. Das heißt, Pumpenelement wieder raus, Druckventil nochmal raus, Fräser wieder ansetzen und noch einmal nachschneiden, bis es plan ist. Das Gute an Fehlern ist immer, sie sind da, um behoben zu werden. Fehler sind menschlich, passiert jedem auf jeden Fall. Ich schneide die zwar des Öfteren mal raus, aber hier jetzt einfach mal ein gutes Beispiel. Ein kleiner Tipp, wenn ihr das Pumpenelement rausholt und wollt nicht, dass euch der Kolben rausfällt, dann haltet einfach den Finger oben drauf, weil in dem Moment zieht das Pumpenelement Vakuum. Wir erinnern uns, in meinem Tutorial vom Zusammenbau des Gehäuses habe ich euch schon mal gezeigt, wie man das Ganze ausfräst. Mir ist leider, als ich gefräst habe, gestern der Akku von der Kamera leer gegangen, deswegen jetzt kurze Rückblende. So, alles wieder zusammen. Wieder Druckluft dran und ab wieder ins Dieselfass und ihr seht, alles dicht. Ich lasse die Pumpe dann immer noch eine Zeit lang im Fass liegen und gucke wirklich, ob die auch auf Dauer dicht ist. Ihr seht, es ist jetzt wieder Blasenbildung da, aber das ist einfach nur die Luft, die sich am Pumpenkolben vorbeidrückt. Die Pumpenkolben sind, ich glaube, auf 1/3000stel Millimeter genau gefertigt. Das reicht zwar, dass kein Diesel durchläuft, aber Luft kommt trotzdem durch, weil Luft einfach eine viel geringere Dichte hat als Diesel. So, hier seht ihr, alles dicht. Noch einmal genauer Blick mit Taschenlampe. Passt.
Ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch einfach ein Abo da. Du kannst das Video auch gerne liken. So zeigst du mir auch, dass das Video dir gefallen hat. Und wenn du Fragen hast, dann schreib die einfach in die Kommentare. Also dann, schönen Sonntag noch. Ciao!